Sicherlich habt ihr schon mal was von den Begriffen Fraktionszwang oder Fraktionsdisziplin gehört. Die Frage ist aber, was sich da genau hinter verbirgt. Was erstmal ganz wichtig ist, dass die Abgeordneten nicht weisungsgebunden sind. Das bedeutet, man darf denen nicht sagen, wie sie genau abzustimmen haben. In dem Zusammenhang spricht man von dem freien Mandat. Das ist in Artikel 38 des Grundgesetzes explizit geschützt. Aber warum ist das überhaupt wichtig? Kann doch rein theoretisch jeder Abgeordnete abstimmen, wie er möchte. Das Problem ist dann aber, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich ein berechtigtes Interesse daran haben, zu wissen, wofür wir als Fraktion der Freien Demokraten überhaupt in einer Sachfrage stehen. Und das könnte man dann nicht mehr wirklich gut nachvollziehen. Deswegen haben wir gemeinschaftlich verabredet, wenn wir mal bei einer Sachfrage unterschiedlicher Meinung sein sollten, dass wir dann ganz intensiv darüber sprechen, uns auch gegenseitig kritische Fragen stellen, dass wir dann am Ende aber abstimmen und dass wir dann die Mehrheitsmeinung gemeinschaftlich nach außen vertreten. Das machen übrigens die anderen Fraktionen üblicherweise auch so. Hiervon abgewichen wird vor allem bei allen ethisch und moralischen Fragestellungen. Das sind Aspekte, die vor allem den Anfang und das Ende des Lebens betreffen. Ich denke da zum Beispiel an Abtreibungsfragen, ich denke da an Sterbehilfe und dergleichen mehr. Bei diesen Fragestellungen gibt es keinerlei Fraktionszwang, auch nicht den Versuch irgendwie in der Richtung, das zu beeinflussen. Wir führen dann üblicherweise im Plenum auch fraktionsübergreifend Orientierungsdebatten und entscheiden am Ende dann ausschließlich nach unseren moralischen Überzeugungen, das heißt nach unserem Gewissen.